Okay. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Gameplay-Video. Mit dem neuesten Patch 2.1 haben wir neben den neuen Waffenvarianten auch eine komplett neue Waffe erhalten, die Maynard Sniper. Und diese ist in mehreren Aspekten eine sehr besondere Waffe. Angefangen damit, dass es diese nur als Sniper-Variante gibt. Es gibt also keine Maynard mit einem Iron Sight. Momentan haben wir zwar nur diese eine Variante der Maynard, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass diese irgendwann vielleicht auch eine Bayonett-Variante zum Beispiel hält, wodurch sie dann die erste Waffe mit Scope und Nahkampfansatz wäre. Aber das ist nur reine Spekulation. Was aber Fakt ist, ist, dass die Maynard einen sehr einzigartigen Reload hat. Diese hat nämlich zwei Phasen. Essentiell bedeutet es, dass man diesen Reload abbrechen kann, ohne wieder komplett von vorne anfangen zu müssen. Das liegt daran, dass bevor mit dem Nachladen der Kugel begonnen wird, vorher noch das Percussion Cap gewechselt wird. Die erste Phase also. Die zweite Phase ist dann also das Nachladen der Kugel selbst. Sobald das Percussion Cap ersetzt wird, kann man den Reload abbrechen, um von diesem Punkt an wieder zu starten. Der reguläre Reload braucht also nur 5 Sekunden, wenn man nach der ersten Phase aber abbricht, dauert der Reload danach nur 4 Sekunden. Ist zwar nur eine Sekunde kürzer, aber hey, immerhin. Bei anderen Waffen wie den Armbrüsten oder der Bomblins, wo es eigentlich auch mehrere Phasen gibt, nämlich das Aufspannen und dann das Einsetzen des Bolzens, hat man diesen Luxus nicht. Bei denen ist es dann so, als hätte man die Waffen niemals aufgespannt. Allerdings gibt es aber tatsächlich noch eine weitere Waffe, bei der man den Reload auch abbrechen darf, ohne wieder komplett von vorne anfangen zu müssen. Den New Army Revolver. Schießt ihr diesen komplett leer, werden alle Kugeln auf einmal entleert, um dann nacheinander die neuen Kugeln einzusetzen. Interessanterweise befinden sich die Kugeln bei dieser Waffe nicht wieder auf magische Art und Weise wieder in der Trommel, sollte man den Reload abbrechen, so wie es zum Beispiel bei der Rival oder der Drilling ist. Nein, ihr könnt direkt damit beginnen, die neuen Kugeln einzusetzen und spart euch dabei dann, genau wie bei der Maynard, eine Sekunde. Tatsächlich ist also die Maynard gar nicht so einzigartig mit ihrem Reload, wie ich anfangs meinte, aber sie bleibt für mich dennoch eine sehr einzigartige Waffe. Die Maynard hat mir nämlich tatsächlich den Spaß am Snipen beigebracht. In meinen fast 4000 Stunden habe ich kaum Zeit mit Snipergewehren verbracht und wenn, dann habe ich eigentlich hauptsächlich die Spark Sniper, Winfield Marksman oder auch die Springfield Marksman gespielt. Davon aber eigentlich am liebsten die Sparks, denn auch wenn es vielleicht etwas dumm klingt, mir ist der Sound und das Gefühl einer Waffe irgendwie sehr wichtig. Ich war noch nie ein Fan von der Mosin zum Beispiel, weil diese sich einfach nicht in Anführungsstrichen gut genug anfühlt. Ein Headshot mit der Sparks ist für mich einfach viel zufriedenstellender als mit einer Mosin. Die scheppert mir einfach zu wenig. Aber wisst ihr, was richtig scheppert? Die Maynard. Ey, ich finde, die Waffe hört sich einfach mächtig an. Aber es ist nicht nur der Sound, sondern auch die Stats. Medium Ammo, 144 Damage und davon insgesamt 27 Kugeln, die mit 560 Metern pro Sekunde fliegen, bei einer Drop Range von 160 Metern. Eine Distanz, die man eh nur selten überhaupt erreicht. Sie ist quasi eine Medium Ammo Sparks. Bisschen weniger Damage, bisschen mehr Masse Velo, bisschen mehr Drop Range, bisschen längerer Reload. Dafür aber 10 Kugeln mehr. Klar, die Sparks hat Long Ammo, was ihr besseren Damage Drop-Off und Penetration gibt, aber auf Range geht man eigentlich sowieso eher auf Köpfe. Und da gewinnt die Maynard mit ihrer Masse Velo und Drop Range wieder. Dazu hat die Maynard Zugriff auf High Velo Munition, womit sie eine Masse Velo von 660 erreicht, wodurch es noch einfacher wird, Gegnern auf Hoher Range einen Header zu drücken. Ich persönlich bin aber kein Fan von High Velo Munition, vor allem nicht nach den Nerfs, den diese Munitionsart mit Update 2.0 erhalten hat. Weniger Munition und dazu ist es eben Special Ammo, was die Versorgung erschwert. Aber die Maynard hat außerdem Zugriff auf Damda Munition und hier wird es so richtig spannend. Auch wenn die Maynard ausschließlich mit einem Sniper-Scope kommt und solch ein Scope eher unpraktisch für den Kampf auf geringere Entfernung ist, hat sie den großen Vorteil von einerseits dem sehr engen Hipfire-Crosshair, ihr könnt also sehr gut aus der Hüfte mit ihr schießen, und dazu noch Dumdum-Ammo. Wir erinnern uns, die Maynard macht 144 Damage. Landet ihr also einen Full-Damage-Hit auf einen Gegner, hat dieser nicht einmal eineinhalb Sekunden Zeit, um die Blutung zu stoppen. Vorausgesetzt, er hat nicht den Trail Bloodless. Die Springfield zum Beispiel, die ebenfalls viel Ähnlichkeit mit der Maynard hat, hat ebenfalls Zugriff auf Dumdum-Ammo, dafür aber in Anführungsstrichen nur 132 Damage. Bei einem Full-Damage-Hit mit dieser Waffe hat der Gegner ca. 4 Sekunden Zeit, bis er ausblutet. Also mehr als das Dreifache. Das Fazit aus dieser kurzen Analyse zu Maynard ist also, sie ist auf jede Distanz sehr gut. Und das, obwohl sie nur einen Schuss im Lauf hat und ausschließlich mit einem Zielfernrohr kommt. Und genau das macht die Maynard absolut einzigartig. Nun stellt sich die Frage, womit spiele ich die Maynard am besten?
Tatsächlich hat mir hier eine sehr freie Auswahl, da die Mainhead eben auf jeder Distanz funktioniert. In den folgenden Clips werdet ihr mich aber hauptsächlich mit einer kleinen Crown King, aka Auto 4, mit Flash-Shed-Munition als Sekundärwaffe sehen. Ist das die beste Wahl? Überhaupt nicht. Macht dieses Loadout aber Spaß? Absolut. Natürlich ist die Auto 4 ziemlich teuer, ich habe die auch hauptsächlich dabei, weil sie einfach neu ist, um ehrlich zu sein. Ihr könnt die Mainhead genauso gut mit einer Rival Flashhead oder Terminus Flashhead spielen oder auch eine schnell schießende Pistole. Die Spitfire bietet sich dafür besonders an, dass sie ebenfalls Medium Ammo nutzt. Ihr könnt sie aber auch mit einer Shotgun ohne Flashhead spielen oder eine Drilling passt auch sehr gut dazu. Ihr habt da also relativ großen Spielraum. Nun habe ich euch aber genug vollgelabert. Kommen wir nun endlich zum Gameplay, wo ihr sowohl Duo als auch Solo Action sehen werdet. Und ja, auch wenn ich am Snipen bin, dürft ihr Action erwarten. Viel Spaß! Ach Leute, hier ist der Candy Shop. Was ist Scrappy? Deswegen ist das so viel Shit. Ich komm her. Oh, warum kommen die her? Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich hab Shadow. Let's go. Nice. Sehr schön.
Oh, bin ich froh, Dammdamm gefunden zu haben. Okay, schnell looten. Spiel. Was machen die? Oh, fuck. Tschüss. A few moments later. Auf wen hat der geschossen? Auf wen hat der wirklich geschossen? Ich habe schon wieder Choke-Pumps dabei. Ah, auf wen hat der geschossen? Wenn ich will nicht weg, ist es ein Solo? Ich check's nicht. Bin sehr verwirrt. Bin so verwirrt, auf wen hat der geschossen? What the fuck? Holy fuck! Danke, Mann! Witz. Komm jetzt, peak bitte schnell. Komm jetzt, peak bitte. Kann man das so annerven. Wirklich. Wie kann man nur so nerven? Die haben neben mir noch mehr gekillt. Wo sind die alle hergekommen? Wie habe ich es geschafft, jetzt da ins Sandwich zu kommen? Er duckt sich genau dann! Duckt sich genau dann. Leck mich am Arsch.
Ja, fickt euch wirklich, ihr Kleinen. Oh, das hat so gut getan jetzt. Da ist das Gunrunner noch da. Oh, das hat so gut getan. Oh, schön. Frage ist, lebt Gunrunner noch? Bro? Warum ist einer? Ich liebe diese Waffe einfach. Es ist so schön. Es ist so satisfying, damit Leute zu killen. Ah. Oh. Jetzt wollen sie. Ich sehe da. Ja, ich sehe da nichts, Mann. Chokes sind so mies auf Entfernung, wirklich. Sie ist gar nichts. Aber Lock bewegt sich auch nicht. Ah, Gunjohn ist tot. Perfekt, okay. Oh, Alter, wie viele hier liegen. Du hattest ein Ding wie ich. Hattest du eine Thunder zufällig? Mit High Velo. Nee. Hab lieber nochmal. Oh, Bärenfall auf der. Auch eine Maynard. Mit? Ja, du gefällst mir. Ich hab 1200 Dollar gelootet. Ich Witness? Ah ja. Ah, es wäre jetzt schön, wenn ich mir irgendwie Necro besorgen könnte. Die zwei da sitzen. Wie die zwei da einfach sitzen. Was? Jo, Leute, sind noch andere da oder bin nur ich hier? Hallo? Hallo? Sind noch andere da oder bin nur ich hier mit euch? Bist du also der mit dem Sniper? Yes. Ich sehe nur dich. Ja, okay, ja gut, dann gehen wir einfach raus, Leute. Ich hab einen schönen Kill auf euch bekommen, mehr brauche ich nicht. Da hinten liegen fünf Leichen, die kann ich euch zeigen, wenn ihr wollt. Fünf Leichen? Ja, oder ja, vier Leichen, die eine ist abgefackelt. Also, wenn ihr cool seid, mich nicht abschießen, schieße ich auch nicht ab. Ich schieße nicht. Let's go, okay. Oh, Fall. Da war ein kleines Massaker da hinten bei dem Tower, da liegen drei Leichen. Haben wir gehört, ja. Wir müssen aufpassen auf der Rotkäppchen, da liegen zwei Bärenfallen. Okay. Genau, da könnt ihr mal fröhlich looten. Und hier im Busch ist da noch eine. Ah, danke. Na klar. Danke dir. Und hier ist noch meine. Hat auch eine Mosin, wenn ihr die mitnehmen wollt. Also ich bin bedient. Ja, also wenn jemand will, gönnt euch. Na gut, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Macht's gut. Können wir eben noch zum Wagen gehen? Ich bräuchte noch einen Trade. Können wir machen, ja. Also wenn keiner den Mosin will, würde ich sie mitnehmen. Ja, dann machen wir. Nice! Okay. Cool. Du bist nett gewesen. Schön. Freut mich doch. Cool. Ja, bin ich okay mit. Da bin ich okay mit. Schön. Ich könnte die echt abfangen.
Oh. Das haben wir bereits andere versucht. Hey shit, die sehen mich ja jetzt. Ja, vielleicht denken die kurz zu dem. Sneaky, sneaky Lurid. Wer gehört hier zu wem, ist die Frage. Installiert wieder. Wo sticht das Bounty-Team gerade ein? Gefühl, das Bounty-Team mischt sich gerade ein. Die Spawn ja nicht aufgehoben haben. Den hätte ich auch nicht. Glaube ich. Hm. Also aber zwei. Darf der eine halt die alle resen, wenn die sich jetzt einmischen? Das nervt ein bisschen. Musste sich jetzt umdrehen.
Let's go. Alter! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, was geht? No way, Alter. Let's go, let's go, let's go. Oh, ich liebe dieses Loadout. Es ist so gut, es ist so gut, es ist so fucking gut. Heilige Scheiße. Oh, ich hab gerade einen offen gesehen. Ich glaube, die gehen Richtung Loch B. Das wird ziemlich geil. Ein Supply Point war heute drin. Was auf offenem Feld würde ich die gerne abschießen wollen, wenn ich nichts dagegen. Einer geht nach links, einer nach rechts. Naja, ich hab den gesehen. Überall Busch im Weg. Wäre langsamer geworden auf einmal. Ich glaube, es hat schon Lockbait drin, es war eine Red Riding Hood. Wie sag ich immer eigentlich Red Riding Hood? Red Hood. Ja, ist schon voll drin. Hier ist ein Burn Shade. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was an Graszeug hinzugefügt. Das konnte die quasi nicht sehen. Warum geht denn der davon aus, dass jemand ab das Alter löst? Ab den? Also ich denke nicht, dass es ein Grunt war. Ich denke, dass er der auf dich geschossen hat. Was in einem Busch. Nice. Ich geh mal mit der Beetle kontrollieren. Mhm. Ich geh schnell die Kabins holen, actually. Dann können wir uns für das Ding noch was. Wir brauchen 30, mit 2 Clues geschaffen haben wir das nicht. Ja, einen Hund brauchen wir noch. Ja. Und ja, ich habe ihn nämlich gekillt, wir haben ja Witness. Nice. Also ich hab den Blick hier drauf fast, ich zünd den an. Ansonsten, ich hab Blick drauf. Ja, ich leider nicht wirklich. Ah, den anderen Kühl darf ich hier nicht nehmen. Ah, da wurde gechoked. Okay. Wenn der gerest wird, sehe ich das glaube ich nicht. Nee, Mann, das sehe ich nicht. Also gerettet wurde er glaube ich bisher noch nicht. Ich bin da genug, dass ich Husten habe. Kann auch sein, dass es ein Shock Beetle war, gar keine Bombe. Mhm. Ich glaube es auch, weil der eine von denen ist am Baum entlang gegangen. Genau, ja. Komm ich mal wieder in deine Richtung. Das war glaube ich auch nur ein Duo. Ich sehe gerade nichts, aber ich weiß nicht, ob ich noch nicht nah genug dran bin. Ah ne, er liegt immer noch. Ja, ich glaube der andere. Beetle, oder die andere Beetle, Beetle. Ob wir rauskommen. Oh, das rote Fass hier ist gruselig. Das mach ich weg. Einer tot. Nice. Holy shit, hab ich den gequickt. War das Red Hood? Ich hab übrigens den Miko gekillt. Also auch immer du gesehen hast. Weiß ich nicht. Oh, wow. Crown of Mosin. Und wieder. Hast du eine Red Hood gekillt? Lukas? Da ist wohl das Spiel abgestürzt. Ach ja. Ja. Das waren nur die beiden noch. Bin ich sicher. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, ich hab mich schon gefragt. Also ich frag's dann nochmal, hast du eine Red Hood gekillt? Keine Antwort, dann sehe ich auch ständig mehr. Ah. Hat wohl nicht funktioniert. Nee. Ja. Ich hab keine Ahnung, wenn ich ja, war nicht. Ja, ist eine Red Hood gesehen. Ist eine Red Hood. Waren auch nur die beiden, bin ich mir ziemlich sicher. Nice.
Ja, ich hab sie legit nicht gesehen. Ich hab das Fenster gesehen, ich hab irgendeinen Umriss dahinter gesehen. Bin dann wieder abgetaucht, hab schon den Grunt gekillt und hab dann prefired in das Fenster hin. Hm. Er hat sich einen miesen Header gefangen. Oh, da kommen Spieler. Okay. Ich hoffe, du bist gleich wieder da. Ja, das Spiel lädt gerade rein. Nein, bei dir der Mist ist. Oh. Hallo. Hallo. Nordosten, Osten. Nordosten, Osten. Ja, Restoring Game, dann mach auch. Compound. Hey, hey, einer tot. Compound. Links auch einer. Ich weiß nicht, ob drin einer ist. Mir? Schon, ja. Gute steht von mir. Came down, nice noch shot. Einer. Der hat, glaube ich, eine Shotgun. No. Geht man im Frag around was rum rein? Vielleicht tut was. Mir warte ich gerade einen Necro. Ah, er kommt. Links. Sehr schön, let's go. Juice. Very nice. Ich liebe Drilling. Ich mag die Mainhard. Ja. Oh, wow, er ist im letzten Moment burned out. Wie traurig. Ja, okay. Das hat man vom Insta-Burn. Das heißt, sie hat, glaube ich, schon einen Fight. Es kann sein, dass es das jetzt war. Aha. Er ist eine Bombplanz auf jeden Fall. Irgendjemand macht da Miet jetzt. Oh, natürlich. Warum brauche ich jetzt kein One-Hit? Nee, nicht so gut. Lauf mal weiter, glaube ich. Hier Richtung Brücke. Ich sehe die Hive in Lockbay. Ja, die sind in Lockbay. Ja. Hab einen. Stark. Oh mein Gott. Er war gerade im Clou. Ist der Level 50 runter vom letzten Event. Oh, und Darrow auch. Okay. Der war hier in der blauen Hütte. Wir haben den Boss schon gemacht. Was ist ein gelbes fast direkt dran? Wenn er da noch liegt, hat ihn das angezündet. Na, er liegt im Feuer. Okay. Bauberwald geht's ab. Chaos?
Irgendwie wie eine Chaos. Glaube Chaos. Mhm. Südosten vielleicht. Da ging er gerade ein Stick geknackt und der Armut hat darauf reagiert. Das müsste eigentlich ein Spieler gewesen sein. Ja. Stark. Tot. Noch einer. Hail Mary. Ja, zwei Stück. Das ist ein neues Team. Stark. Tot. Nur noch ein Mary, ja, vor mir, Südwesten. Ah, Hail Mary, okay. Irgendwo hier. Gib mir die Beetle. Das Stalker Beetle. Bei Leichen hier immer noch. Der Witness kann ja sagen, wenn einer gerest wird. Aber ich weiß nicht, wo die hin ist. Glaube ich, beide mit einer Turner anziehen. Ja, aber ich darf vorgehen, ist glaube ich jetzt gerade nicht so. Nicht so, ja, okay, dann kannst du. Ah, shit, jetzt hab ich. Mann, ich sehe unten. Bei mir drin. Sie hat eingeretzt. Der andere ist hier hinten irgendwo. Ja. Bei dem Hügel. Das war dann nach rechts. Ja. Sollte bluten. Okay. Nice. Wir müssen aufpassen, weil da ist ein anderes Bounty. Das ist ja gar nicht. Bei Lockbay ist ja gar kein Boss. Die sind alle da oben. Warte mal, was? Okay. Bei Lockbay ist ja gar kein Boss. Ich dachte die ganze Zeit, dass da ein Boss wäre. Oh wow, war das einer von denen du gekillt hast zufällig? Nein. Ich schau mal schon, ob der noch liegt. Ja, der liegt noch, der ist ausgebrannt. War wahrscheinlich ein Solo dann tatsächlich. Hm, kann ich mir auch vorstellen. Dass er dann einfach gesagt hat, nope the fuck not. Ja. Und dann gar nicht revived ist. Oh, Bounty wechseln. Man, now they know. Kämpfen die eigentlich zwischen Potrick und Darrow? Oh, damn. Okay. Das ist wohl ein Team down. Lecker. Wir müssen halt closer machen, wenn die jetzt done sind, dann können die einfach extract kommen. Ja. Ich glaube, das machen sie gerade sogar, oder? Ich weiß nicht. Glaube ich auch. Ja, doch, sieht so aus. Ich sehe die Leichen. Mhm. Und natürlich angezündet, das ist frech. Kann sein, dass sie auch uns erwarten. Die sind im Ding drin. Im Port. Da an der Hütte einer. Ich glaube, ich roam da. Irgendwohin will ich roamen. Ja. Das ist nicht gut. Komm, deine Richtung. Sollten wir auch. Da oben irgendwie rumgehen. Ja, so. Okay. Ich bin andersrum gegangen, aber okay. Ich weiß nicht, wo das war. Nicht gut. In Port drin. Nein, ich habe ihn gerade gesehen. Ach, Mann. Kannst du Snacker versuchen? Oh Gott. Jetzt achtet er auf mich selbst. Oh Gott.
kann gruselig werden. Nicht vergessen, wir haben Shadow, falls ich Mobs abfacken. So. Einer ist super close, der andere ist mal noch weit hinten. Mit auf dem Feld. Down the hall. Fuck, man, ich hab den Ping verkackt jetzt. Zwei Closer. Komm schon, ich muss jetzt einen krassen Shot auf ihn treffen. Der Lonely Hall, der immer noch ist er gemoved? Der Lonely Hall ist immer noch der Black Code, geht weiter nach rechts. Black Code ist doch wieder an den Bäumen dran. Lonely Hall peekt wieder. Mist. Einer ist noch im Compound drin. Ja, Saloni Hall. Die anderen mögen auch wieder in den Port rein. Mist. Im Wasser. Wieder nach rechts weg oder nach links rein? Nee, nicht nach rechts, sonst lassen wir die einfach nur abhauen, wir müssen hier links bleiben. Nein, nein, ob er wieder nach rechts ist oder nach Achso, links. Das weiß ich nicht, ich glaube, er ist weitergelaufen. Okay. Vielleicht sollten wir in den Wald gehen. Nicht im Puerto Rico selbst sein. Die haben Bomblauncher, you know? Ja, die, ich höre sie halt schon, ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr so gut weg. Ja. Weit vor. Ja. Na, schießen schon noch mal. Dann halte ich hier Engel, das passt schon auch. Hm. Es sieht so aus, als würden die wieder wegmoven. Mhm. No. Ich muss aufpassen, das ist ein Bay, vielleicht wartet einer, der ohne Bounty. Ja. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn sie meine FPS mal zusammenreißen würden. Fuck, gerade echt extremst ab. Ich habe einen gerade noch gesehen, der ist rechts in die Hütte gegangen, wo die eine drin war. Ich weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich versuchen, hier zu bleiben. Wirkt irgendwie so. Einer ist schon weiter. Ja? Ja. Und aber war bei mir gerade auf Wasserhöhe. Ja. Okay. Aha, einer bleibt zurück. Auf dem Dach hier von dem Haus. Hab einen, let's go! Nice, Juicer. Im Blackout. Ich hab Rampage, ich hab meinen Balken wieder. Nice. Der andere ist bei. Wird aber instant gerest, ziemlich sicher. Ja, safe.
Ja, der wurde schon aufgehoben. Da der Hütte hier. Hit. In den anderen Boss. Aha. Hab einen mit dem Fass gekillt. Ich glaube, da ist einer. Nein, Wolding. Hab den. Er wurde gerest. Da. Der andere ist weiter rechts, mal anderen Boss rum. Klickt. Okay, nur noch einer. Blackout. Rennt der andere Boss rein. Ich hab Shadow. Geht sich selbst? Er ist im Boss immer noch drin. Hier draußen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Fuck. Nice, let's go. Easy. Holy fuck, Alter. Das war der Zahn gestorben ist auch noch. Oh, Junge. Mhm. Oh mein Gott. Was ein Match. GG, guys. GG. You've played that very, very well. Thank you for not just running. And sorry for sniping like that. Oh, GG. Oh mein Gott, Alter. Junge.